Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Messverfahren für Wasser. Was gibt es für Methoden, die auch bezahlbar sind und vielleicht auch von uns einfach durchführbar? Dieses Thema darf ich mit Erich Meidert besprechen, der wohl berühmteste Wasserexperte Deutschlands, Mr. Water. Er ist wieder heute bei uns zu Gast und ich freue mich sehr. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Hallo, lieber Erich. Willkommen, Sylvia. Schön, können wir wieder eine Sendung zusammen machen zu dem spannenden Thema, wie können wir überhaupt die Wasserqualität ermitteln? Genau, weil es gibt ja die amtlichen Wassertests. Sie kann jeder Einwohner in einem Ort abrufen, der hat das Recht dazu. Mhm. Und das mache ich natürlich, von dem mache ich reichlich Gebrauch, weil ich bin ja Fußballer und ich finde nichts spannender wie die Wassertests. Weil sie sind ja oft, ehrlich, 200 Meter Unterschied und verschiedene Welten. Wow. Berühmteste ist Wien. In Wien gibt es zwei Quellen. Mhm. Ein Hochbehälter und irgendwo kommt woanders her. Und es sind Welten in den Werten. Mhm. Große Welten. Und dann gibt es ja auch Regionen in Deutschland, wo das Wasser 300 Kilometer zum Teil gefördert wird. Auch die Alpenregionen sind oft relativ wasserarm. Also man weiß nie, wo es herkommt. Ja. Und dann, ich finde es einfach super, wenn ich was habe in Gelsenkirchen oder in Rostock oder egal. Das ist immer wieder hochinteressant. Und das kann man auf der Gemeinde-Homepage zum Beispiel abrufen. Jeder Wasserversorger musste das zur Verfügung stellen. Und je schlechter das Wasser, umso besser verschlüsseln, tun sie es immer. Okay. Ja, schön und gut und Auszug und so. Mhm. Viele verschleiern es auch. Aber sie haben, dann sage ich zu den Leuten, dann fordere es an. Aber meistens finde ich es ganz schnell. Okay, also man muss nicht speziell anfragen, sondern das sollte man eigentlich finden. Das sollte veröffentlicht sein. Ah, spannend. Aber manche, die halt, wo ist der Hund begraben, die tun halt Auszüge und verschleiern und das ist ja so toll und so gut. Also in Bayern weiß ich, wovon ich rede, weil da wird so viel schön geredet, das ist atemberaubend. Okay. Aber wir haben ja auch den besten Ministerpräsidenten aller Zeiten. Okay. So. Sage ich jetzt nichts dazu. Genau. Und da sind. Sagt alles. Ja, das sagt alles. Und das sind eigentlich tägliche Messungen oder was ist da? Wie muss man sich das vorstellen? Auch das ist eine gute Frage. Interessant. Also in München wird ja täglich getestet. Ja. Aber in so einem Kuhdorf, wo du also wenig Einwohner hast, das kommt immer darauf an, auf die, wie viel Verbrauchsmenge sind. Also zum Teil nur halbjährlich. Ah, okay. Und die Wassermeister, die richten halt sonst die Straße, reparieren die Netze vom Fußballverein oder machen alles Mögliche, aber Wasser testen sie dann auch. Ich bin ja auch zertifizierter Trinkwassertester, habe da so eine Prüfung abgelegt und das ist ja nicht so schwer, aber man testet oft nur halbjährlich und ich habe vorhin in der Sendung schon gesagt, ich habe diese Google Alert eingestellt, wo ich dann sage und meistens heißt bei einer Routineuntersuchung wurde festgestellt. Ah, okay. Und da gibt es halt Regionen in Deutschland, wo echt der Hund begraben ist, momentan auf Donauwörth, Augsburg. Mhm. Augsburg wurde ja als Jahrhundert gefeiert, Ereignis vom guten Wasser, da ist eine besondere Auszeichnung, da war jetzt das Wasser da eins der schlimmsten. Ah, wirklich? Nachdem, ja, definitiv. Die haben halt alte historische Wasserlinienwerke, aber das Wasser selber. Und da war mal bei mir ein Wassermeister aus Augsburg. Und dann habe ich gesagt, mein Freund, was du mir sagst, da machen wir zwei ein Interview. Er ist aber nie mehr gekommen. Aber ich habe es von den Wassermeistern, die pensioniert sind. Ich lasse immer Laboranalysen machen. Also das erste ist die amtliche Laboranalyse. Mhm. Aber die wird halt durchgeführt unter irregulären Bedingungen. Nämlich Perlator runter, abflammen, laufen lassen. Wer macht es? Wer steht mit dem Flammenwerfer in der Früh da? Ja. Also ist die für mich nicht relevant. Aber natürlich viele Messwerte. Ich kann schon viel draus lesen. Ja. Und das allererste, was ich messe beim Wasser, ist das Leichteste. Wenn du jetzt krank bist und sagst, boah, mir geht's aber schlecht, ist so heiß, mir ist, was machst du? Und nimmst ein Fieberthermometer. Mhm. Und hier habe ich ein Fieberthermometer. Mhm. Dieses Fieberthermometer misst die Leitfähigkeit. Und da sind wir schon beim zentralen Punkt. Ist das Wasser sauber von leitenden Stoffen oder nicht? Weil auch Aluminium, ein gefährliches Schwermetall, ist leitend. Ja. Und uns wird gesagt, ja, je mehr, umso besser, weil das sind ja alles die wertvollen Mineralien. Okay. Und das sehe ich als unzureichend an, weil natürlich Gletscherwasser oder das Wasser, wo die Natur gedeiht und die Pflanze, die haben
keine Mineralien drin, ja, oder praktisch gar nichts. Also wir nennen ja immer Lauretana, Black Forest, die haben eine Leitfähigkeit von 7 TDST. Mhm. T heißt Total, D Dissolved, also gelöste, ja, Solids, Lösungen. Ah, ja. TDS und die werden gemessen in ppm, Parts per Million, also in einem Liter gelöste Teilchen. Ja. Und da habe ich halt Heilwässer, da habe ich 1300 drinnen. Da steht aber dann der Warnhinweis drin, beim Hersteller sogar. Nicht trinken bei Herz-Kreislauf, Niereninsuffizienz. Ah, wirklich? Ja. Bei den Heilwässern steht, wenn du in den Verband der Heilwässer gehst, steht immer drin, Gegenanzeigen und immer Herz-Kreislauf-Insuffizienz. Und bei diesen Beschwerden, die eigentlich alle mit dieser Übersalzung zu tun haben. Aber sagen wir, und dann messe ich halt Gletscherwasser. Also ich fahre zum Pitzbuin oder nach Gerlos. Mein Lieblingsort ist Krimmel in Österreich. Oder in Österreich, wenn ich zum Berniner fahre oder nach Mailand fahre, da fahre ich ja immer den San Bernardino Pass. Mhm. Da habe ich Leitfähigkeit in diesen Wässern von 14, 18, von diesem Hochgebirge. Und das ist natürlich das Wasser, wie so jetzt wieder Fieberthermometer. Ja. Das zeigt mir an, wie viel leitende Stoffe ist. Mineralien brauche ich mehr als alles andere. Finde ich aber natürlich in meinen Gemüsesäften. Kurz gesagt, diese Flüssigkeit, das sind Biophotonen, da ist Lebensenergie drinnen. Aber so ein TDS-Messgerät kriegt man bei uns in Deutschland, Österreich geschenkt für 5 Euro Versandkosten, damit man einfach mal ein Gefühl hat. Und natürlich können wir uns das Wasser testen lassen, dann messe ich mehr. Aber das ist der einfachste Indikator. Und wenn ich jetzt das Regenwasser misse oder wo die Pflanzen gedeihen, dann brauche ich das. Das ist, ich sage nur, Fieberthermometer. Und jetzt habe ich ein paar Messmethoden natürlich unvollständig. Was ich noch erwähnen möchte, aber was ich nicht da habe, ist der Professor Kröplin, der das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik geleitet hat in Stuttgart. Ein hochdekorierter Wissenschaftler, der macht, damit wir jetzt gleich sehen, wie Spiritualität und Messbarkeit untrennbar verbunden sind. Der macht einen Versuch. Du nimmst die Pipette und dann nimmst du Wasser. Und dann hast du einen Objektträger oder einen Objektträger. Da tust du 4 Tropfen von deinem Wasser nebeneinander drauf. Dann komme ich, dann die Mutter vom Alexander, dann der Alexander. Und jeder macht 4 Tropfen drauf. Wir warten, bis es eingetrocknet ist. Und dann tue ich es unter das Mikroskop. H2O, dasselbe Wasser. Dein Wasser wird sich von meinem Wasser grundlegend unterscheiden, wie es ausgetrocknet ist in der Struktur. Meins vom Alexander und von Alexanders Mutter auch wieder völlig, aber dein Wasser werden die 4 Tropfen nebeneinander, die getrocknet sind, in etwa die gleiche Struktur halten. Wenn du natürlich jetzt einen bösen Gedanken hast, wird sich schon wieder ändern, aber deine sind identisch, aber aus demselben Glas die 4 Tropfen. Das ist eine nette Messmethode, um den Zusammenhang zwischen höheren Schwingungen, Frequenzen, Bewusstseinszuständen einfach mal messbar zu machen. Ich weiß jetzt selber nicht, was ich da alles habe. Ein paar Messmethoden einfach mal exemplarisch. Das beleuchten wir dann später im Zusammenhang. Das habe ich jetzt erst gemacht im Bruneck. Das ist, also jetzt machen wir mal das Leichteste. Mhm. Das kannst du für 20 Euro im Internet kaufen, dieses Messgerät. Dann haben wir hier ganz was Einfaches, und zwar ist das Nitratmessgerät. Das ist Nitrat. Mhm. Und das ist weiches Wasser, hartes Wasser. Aber hier kann ich feststellen, ist Nitrat. Das ist 5 in 1. Denn eines darf niemand vergessen. Der Fisch, der stirbt, wenn er kein gutes Wasser hat. Und der Mensch geht zum Doktor. Das ist meine Aussage. Okay. Und bei den Aquaristik, da passen es alle auf, dass es ja vom pH-Wert einigermaßen stimmt, dass ja nicht zu viel Mineralisierung ist. Oi, die Süßwasserfische. Also auch wieder. Also, aber das ist Faktum. Und was man dann nehmen kann, was wichtig ist beim pH-Wert, nimmt man diese Streifen nicht. Das ist eigentlich für die Urinproben. Mhm. Und beim pH-Wert muss man Tropfen nehmen. Die Tropfen beim pH-Wert, das nehme ich. Ich richte mich nach dem, wie es Leben ist, nämlich die Aquaristik. Wie die Fische leben. Wir sind ja Süßwasserfische. Wir sind keine Salzwasserfische, sondern Süßwasserfische. Also nehme ich diese Tropfen. Da rede ich jetzt von 10, 15 Euro. Beim anderen rede ich von 20 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro, aber das sind alles Bereiche, da kannst du 50 testen und dann siehst du, okay, habe ich Nitrat drinnen,
habe ich Chlor drin und sowas. Das ist eine Methode, die habe ich selber seit 13 Jahren. Das Wasser ist genau identisch. Das eine ist Wasser aus der Leitung und das andere habe ich energetisiert. Wow, wunderschön. Und kein Kristall wird wieder andere sein. Aber immer hexagonale Strukturen und immer so aufgebaut, wenn du das jetzt zur Weihnachtszeit schaust, schau mal an. Ja. Immer in diesem. Und normal hat ein Wassermolekül einen 104 Grad Winkel. Ja. Das ist ja bekannt, oder? 104,5 ja. Grad. Ja. Das kann aber so nicht funktionieren. Du brauchst hier einen Beugungswinkel von ungefähr 120 Grad, weil das dreimal zusammen würde dieses hexagonale Struktur geben. Hier. Ja. Also muss ich hier den Beugungswinkel ändern. Man darf nur nicht vergessen, dass ein Wassermolekül in der Sekunde 14 Milliarden Mal schwingt. Wahnsinn. Also es ist alles, wir sind da in der Quantenphysik schon drin, Quantenmechanik, aber trotzdem hast du hier eine andere Struktur. Ja. Und die Natur, man sagt auch immer, oh, lieber Gott, oh Gott, also hilf mir, so machst du es. Das ist genau dasselbe und das findest du in der Natur, in jedem Blatt. Jetzt zur Weihnachtszeit in den Tannenbäumchen findest du das. Ja, das stimmt. In den Bäumen selber auch, die Äste sind alle so. Ja. Und wenn die Äste so sind, dann sterben sie. Ja. Also das ist das, die Lebensenergie, die kommt da rein und die spiegelt sich in der Natur. Und mit was hast du das energetisiert? Ich habe verschiedene Methoden. Ja. Wir haben immer unsere Bioenergie, das machen wir alles selber. Mhm. Da brauchst du ein bisschen Bewusstsein dazu, aber das hält unendlich. Aber was wichtig ist, dieses Wasser schicke ich in die Schweiz, 14 Tage unterwegs, wird beleuchtet. Der Briefträger ist nicht immer der Spirituellste, dass er, oh, danke, Om, sondern der Briefträger bringt es und die Zollbehörde durchleuchtet. Und trotzdem habe ich genau dieses Wasser, wo ich nicht belebt habe, und das habe ich belebt. Das sind unsere Kristalle. Wow. Und da habe ich Tausende davon. Das ist echt. Das ist eine Methode, da sagt man esoterischer Quatsch, aber die Natur jetzt im Winter zeigt es uns ja mit den Eiskristallen. Ja. Und alles, was man in der Natur sieht, so gerade mit Eiskristallen, das ist halt relevant. Das ist eine Methode, ganz verrückt, habe ich selber gemacht, Kirlian-Fotografie, Aura-Fotografie an den Händen. Okay. Weil wenn wir zwei auseinandersitzen, ist ja noch schön, aber irgendwo hat doch jeder so einen gewissen Sicherheitsabstand und da gibt's ja, jeder Mensch hat eine gewisse Aura und so ein gewisses Feld, so eine Art Intimzone und das kann man aber messen, das kommt aus Russland, das ist schon uralt, Kirlian nennt man das und da sehe ich jetzt einen Körper hier links, da hat der hier so gewisse Einschläge in diesem Feld und darauf... Oder hier zum Beispiel, da schließen die Mediziner drauf, dass hier gesundheitlich etwas nicht ganz so passt. Hier ist der Organismus angegriffen. Okay, ja. Und dann bin ich echt zu dem Arzt gegangen und habe gesagt, Sigi, ich möchte Kirlian-Fotografie machen und dann einen halben Liter von meinem Wasser trinken. Dann hat er gesagt, das geht nicht, das ist Blödsinn, keine Chance. Dann habe ich gesagt, doch, du wirst sehen, Wasser trinken wirkt sofort Wunder. Mhm. Und dann... Halbe Stunde später hatte ich das. Das heißt, da siehst du mal die Schicht. Unglaublich. Diese Schicht ist ganz dick. Noch ein bisschen Wasser. Ja, aber das ist die Wahrheit. Ich habe noch, ich glaube, wir müssen noch mehr Sendungen machen, wo ich nur die Nachweise habe. Ich habe eine Sendung, er ist da hergegangen, da gibt es eine andere Methode, da war mein Herzchakra ganz, oder irgendein Chakra von den sieben, glaube ich, haben wir, war völlig draus. Sagte, Erich, Burnout, du bist ja fertig, Urlaub, du bist völlig überarbeitet. Sage, jetzt trinke ich einen halben Liter Wasser auf Ex. Als Oberbayer muss man das können, einen halben Liter. Halbe geht halbe. Auf Ex trunken. Und dann war das Herzchakra mittendrin. Ich schwör's da. Komplett in der Erholung. Und er hat gesagt, das kann nicht sein. Sagt, doch, das geht. Nur mit Wasser trinken geht es. Und jetzt sehe ich, also sieh mal halt hier, dass du dir hier diese Ausschläge, dass hier alles voll schon in der Energie ist. Wenn man im Detail anschaut, da schlägt es ja richtig durch. Das heißt, es hat eine Wirkung. Und wie macht man diese Kirlian? Du legst die Finger drauf auf so eine Platte und dann wird es fotografiert. Spannend. Diese Abstrahlungen. Weil du hast ja immer, man sagt, der Mensch hat eine gewisse Ausstrahlung. Ja, genau. Und wenn ich dich dann berühre, ohne dass ich dich berühre, du brauchst das ja nur so machen, bei den Händen, dann merkst du es genauso. Ja, ja.
dann merkst du, dass da Energie ist. Und so ist eben dieses bildgebende Verfahren, Kirlian-Fotografie. Und da siehst du halt jetzt, also wenn der Arzt ist und sagt zum Beispiel hier, okay, im Oberschenkel, in dem Bereich, da habe ich, meine Vene ist da angegriffen, das weiß ich auch. Und da sieht man hier bereits eine Wirkung, dass es wirkt. Und darum sage ich immer, Wasser trinken wirkt Wunder. Kann, sonst zeigen sie mich an, kann Wunder werden. Ja. Und es ist da. Was noch interessant ist, diese Herzratenvariabilität, kennst du ja. Und da siehst du, das war irgendein Arzt, 2016, der Dr. Fischer, ich kenne den gar nicht, der hat mir das da geschickt, ich kriege oft so Dinge, und der sagt, das ist unglaublich, was das Wasser bewirkt hat. Da sieht man halt hier im Ergebnis, dass er letztendlich der Körper eine viel größere Regulation hat. Ja, unglaublich hast, viel größer. Ja, nach 4 Wochen. Ja. Stell dir das vor, Wasser trinken. Ja. Nur sauberes, gutes, viel Wasser trinken und immer zu verschiedenen Jahreszeiten. Und da sieht man halt, was diese HRV, das machen die ja immer. Jetzt habe ich aber noch einen weiteren Test gemacht. Das ist ganz am Anfang gewesen. Das war hier ganz interessant. Da bin ich extra nach Bruneck gefahren. Da gibt es den Dr. Niederkofler. Und bevor ich sowas mache, ich schaue mir die Leute an. Ja. Weil es gibt ja so viele, Illusionisten, Gaukler, Träumer, wo ich sage, nee. Also ich schaue mir halt die Leute an und sage, ist das ein Tüchtiger, ist er lebenstüchtig, ist er Wissenschaftler oder ist er einer, der aus der Serie, das Leben spielt sich im Konjunktiv ab. Hätte ich da die Vari, hätte ich vielleicht. Okay, also habe ich mir das angeschaut und er hat mich vollkommen überzeugt. Und da sieht man hier, da hat er ein sehr gutes Wasser getrunken und da war der Test, also hier sieht man die Zonen, die Organe, die belastet sind, vorne und hinten, im vorderen Bereich und im Hinterbereich. Und dann habe ich ihm ein Wasserstoffwasser gegeben von uns, und zwar unmittelbar danach, 2 Minuten danach. Der trinkt es, Aufnahme, wieder trinken von einem noch besseren Wasser. Was erfolgt da? Also erstmals, da sehen wir hier die Rückenpartien, wie die schon, da ist die Energiezonen laufen da nicht so. Und jetzt muss ich dann schauen. Also du hast das Bild drin von den Armen, inneren Oberschenkel, vorne, hinten Rücken. So, und jetzt haben wir ihn hier. Au. Und das heißt, alles, was weiß ist, ist komplett frei. Wow. Ist im Idealzustand. Unglaublich. Also ich habe es noch nicht veröffentlicht, ich veröffentliche es nächstes Jahr im April, vorher habe ich so kurz Zeit, aber das ist die Wahrheit, null ist der Idealzustand und hier sind wir überall im Idealzustand. Wow. Weißt du, ich habe ja schon gewusst, wie wichtig das Wasser ist, aber jetzt wirklich das... Irre, gell? Irre. Also da kann man wirklich nicht mehr anders als nur noch gutes Wasser trinken. Nein, also ich bin da manchmal wirklich so unfassbar... fast in Tränen gerührt und dankbar, was ich für ein Geschenk des Himmels habe, dass ich so verrückt bin. Ja, nein, was für ein Geschenk, dass du das weiter verbreitest. Nee, dass ich dann einfach sage, ich hocke mich ins Auto und fahre nach Bruneck. Ja. Da bist du den ganzen Tag unterwegs. Ja. Aber dann nur zum Brotzeitmacher mit dem und schau mal, ist es nicht, weil ich einfach ein Urmensch bin und sage, ich. Und dann habe ich ihn und seine Frau und wir haben noch andere Dinge gemacht, Kristalle. Ja. Also so einen schönen Kristall habe ich noch nie erlebt. Das kommt ja wieder. Ich bin ein bisschen beschäftigt immer. Aber wenn man das so anschaut, das ist schon irre. Also nochmal, jetzt machen wir es nochmal ganz was. Da sieht man alles, da ist der Oberschenkel, alle Bereiche. Unglaublich. Sind da, vor allem die inneren Organe. Ja. Schauen wir den Darmbereich, der Enddarm, hier die Lunge. Unglaublich. Vor allem im Darmbereich und dann hat er hier 2 Minuten später. Wahnsinn, ich verstehe jetzt immer mehr deinen Enthusiasmus für das Wasserthema. Ja, weil hier wirklich ist Idealzustand in dem Bereich. Ja. Und hier ist er schon in der Therapie. Ja. Wahnsinn. Cool, gell? Ja, das ist einfach unglaublich. Ja, es ist einfach schön. Ja, da habe ich die HRV und das ist natürlich wieder Back to the Nature, wo ich vorhin schon immer angesprochen habe. Kann jeder selber machen. Haben wir es energetisiert, also und ich sage einfach schon ehrlich, unser Wasser, Leitungswasser, derselbe Versuch, aber ich empfehle jedem, macht es nach. Dauert 4-6 Wochen und dann siehst du einfach, was wächst und gedeiht. Und hier siehst du, darum sage ich, Vitalenergie, das ist das Lebensenergie.
Und wir sind ja auch Pflanzen, wir sind ja Wasserwesen, ja. Wir wollen wachsen und da siehst du einfach viel mehr Kraft, viel mehr Schmalz, ja. Viel mehr Energie drin. Das werde ich mit meinen Samensprossen, die ich da immer mache, ja, genau. Jetzt auch das, so das machen. Muss machen. Ja. Da mache ich Dunkelfeldmikroskopie. Mhm. Auch das ist immer ganz wichtig mit dem Rainer und so. Das Rainer macht nebenbei noch EDV-Geschichten, also das ist ja nicht nur in dem Bereich, aber ja. Mir reicht es, weil Dunkelfeld ist halt Wahnsinn, mhm. Wenn du siehst, dass die Zelle das Wasser bekommt, eine halbe Stunde später habe ich komplett andere Werte. Wow. Natürlich wäre es schön, den ganzen Tag das zu messen, mhm. So wie es die Swiss Mountain Klinik auch macht, wenn es länger in der Therapie mhm. ist. Aber ich will nur beweisen, trink Wasser und dein Organismus dankt ja. dir sofort. Ja. Das ist wie, schmeißt eine Münze rein, ja. kommt unten ein Kaugummi raus. Ich hätte schon mal gesagt, Zigarettenautomaten. Aber kommt, das Ergebnis ja. ist da, ja. Ursache, Wirkung. Und so schön, dass es jetzt doch so, sagen wir, bildgebende Verfahren gibt, wo man das auch erkennen kann, ja. oder? Dass das für jeden wirklich erkennbar ist, oder? Absolut. Und das ist untrüglich, das ist überhaupt Und den kann man sich nicht mehr verschließen, man muss dann einfach gutes Wasser trinken, oder? Ja, ich meine, jedem das seine. Und da ist halt, das ist der große Knackpunkt, wo sich die Gelehrten streiten, die ganzen mit diesem basischen Wasser und die halt die Wasseraufbereiter, die sagen, ja, verwirbeln hilft alles, aber wenn ich die groben Stoffe, mach's halt dem Körper einfacher, mach's leichter. Ja, und da gibt es halt noch unendlich, ich glaube, ich habe 30, es gibt spagyrische Messverfahren, mhm. das ist auch interessant. Und ich mache halt alles, was man irgendwo testen kann, mache ich. Und danach, dann siehst du ja im Wohlbefinden, was ist, und natürlich die Feedbacks. Ich tue jetzt bloß ein anderes Bild her, weil das ist so furchtbar. Das ist das Schönste. Ja, das ist wirklich das ist, schön, ja. Und da haben wir ja, und das Schöne ist, es bin nicht nur ich, es gibt viele gute Energetisierungsverfahren. Ja. Und man muss halt schauen, was stabil ist. Da, auch da gibt es natürlich solche und solche. Was halt hoch ist, sind so geometrische Formstrahlungen. Mhm. Das sieht man da ja auch schon wieder so im Ansatz her. Mhm. Also das, man kann es messen. Und je mehr du trinkst und je sauberer und je mehr, das sind ja mystische Energien schon, die da... Ja, und dass man das Wasser wieder schätzt, weil ich glaube, wenn man wirklich erkennt, was das Wasser für uns tut und wie lebendig es ist, reagiert auf alles, dann glaube ich, trinkt man auch mit anderer Wertschätzung wieder. Oder? Ja, weil wir reden über Ernährung, wir reden über Medikamente, aber ohne das Wasser keine Chance. Ja. Jeder Stoffwechsel hängt vom Wasser. 99% aller Moleküle sind Wassermoleküle. Mhm. Und das EZ-Wasser, das ist auch aufgebaut, also dieses Wasser, mhm. das hier so hexagonal ist, hat ein freies Elektron, mhm. das stapelt sich im Organismus millionenfach. Aber es dürfte, und stapeln heißt, das stimmt gar nicht, weil es muss sich so drehen wie die Doppelhelix der DNA. Okay. Weil wenn ich ja hier diese Ladungen habe, mhm. negativ auf negativ, wird sich ja abstoßen. Mhm. Aber das biegt sich, das lädt sich, genauso wie Professor Pollack, nachweist, glaube ich, Seite 79 in dem Buch. Und das ist genauso angepasst wie die Doppelhelix der DNA. Wow. Ich habe zwar mal eine Sendung gemacht über Proteinfaltung. Mhm. Du gibst einen Impuls, sagst, ach, hier ist der Wauwau, den will ich streicheln. Mhm. Jetzt hast du kein Wasser im Organismus, sagst, ach, ist das ein lieber Hund und streichelst ihn nicht. Ja. Durch Wassermangel. Jetzt hast du viel Wasser, dann streichelst du ihn. Aber wie geht das Ganze? Der Impuls ist vom Kopf aus, der elektrische Impuls. Mhm. Und dann im Wasser hast du die Proteine und die falten sich. Mhm. Weil, aber nur geht es mit diesem EZ-Wasser. Wenn an diesem Protein Wasser ist und dieses Wasser ist negativ geladen, mhm. das geht über zum H2O, mhm. also zu nicht EZ-Wasser. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber du hast ein Protein und an dem Protein heftet Wasser. Mhm. Dieses Wasser ist ein EZ-Wasser, ein elektronenreiches Wasser. Ja. Dann kommt der geistige Impuls. Hier hast du Ladung, mhm. und dann knickt es und führt es aus. Die berühmte Streichleinheit. Ja, ja. Das geht nur aus elektrischem Impuls und Wasser. Ja. Hättest du das Wasser nicht, und darum sind so viele Leute, die zu wenig Wasser trinken, apathisch und müde, weil halt einfach diese Zonen zu wenig sind, mhm. dann ist der Impuls schon da.
aber es langen die Elektronen nicht, der Strom reicht nicht. Ja, die Energie, und darum, je mehr Wasser du trinkst, umso mehr hast du die Zonen und je mehr du im Licht bist oder in der guten Schwingung, umso leichter fällt es dir. Was so. Für eine Nachricht auch für all die vielen Menschen, die ich immer täglich treffe mit chronischen Erschöpfungserscheinungen, wo man nicht weiß, wie behandeln oder also wo ja gar ganz wenige Lösungen da sind in der Schulmedizin, weil es einfach so etwas Diffuses ist, oder? Also chronische Erschöpfung, ich bin ein Bauerbub, ich sage es jetzt wie ein Bauer, wie ein Landwirt, ganz einfach. Chronische Erschöpfung heißt Nummer eins, Joe Dispenza, wo ist der Hafen, in den ich segeln will? Clemens Kubi, Dispenza, haben sich alle dadurch geheilt, dass sie ihr Ziel gehabt haben. Ja. Die einen definieren sich ja nur durch ihre Krankheit. Mhm. Die sagen, es gibt den schönen Spruch in Bayern, wenn der nicht krank ist, ist er nicht gesund. Ja. Und wenn ich zu meinen Klassentreffen gehe, ich bin zum letzten Klassentreffen nach 45 Jahren Abitur nicht mehr gegangen, weil ich es einfach nicht mehr hören mag. Ja. Weil sie nur noch krank sind und krankeln. Und das ist nicht. Also, chronische Erschöpfung, mein Bauernrezept, mein ganz Landwirtschaft, wobei ich die Bauern ja hochschätze, weil sie geben uns ja unsere Lebensmittel. Und Nummer eins, ein Ziel haben, dass ich fit sein will. Wie ist es, wenn ich fit bin? Was würde ich tun? Motiviert mich das wie ein Spielfilm? Darum ist ja der Ding so genial. Wie heißt da unser der Guru aus Österreich mit seinen ganzen veganen Ernährung? Der Rüdiger Dahlke. Aha, Dahlke. Also, ich brauche das Ziel und ich brauche die Motivation. Und dann ist Nummer eins. Aber Nummer zwei, in Bewegung setzen. Ja. Weil, zieh deine Schuhe aus und geh auf den Boden. Mhm. Weil das Erdmagnetfeld ist negativ geladen. Da oben sind jetzt die Wolken. Ja. Die sind ja voller Wasser. Ja. Sag mir, warum es nicht runterregnet. Sag's mal. Das ist eine schöne dicke Wolke. Ja, ja. Und warum fällt es nicht runter? Weil wir Ladung haben. Ja. Erdmagnetfeld negativ geladen, da ist eine Ladung. Und wenn es dann richtig zusammenkommen und die Ladungen aufeinander, dann regnet es runter. Ja. Hat alles mit Ladung zu tun. Aber drum, setz dich ins Bewegung und zieh die Schuhe aus, wenn es irgendwo geht. Oder geh in den Wald bitte und atme Sauerstoff. Ja. Weil Sauerstoff ist pure Elektronen, reagiert im Körper mit Wasserstoff, Knallgaseffekt und dann setzt sich in Bewegung, weil das Erdmagnetfeld negativ geladen ist. Und was ist bei deinem Fahrrad mit dem Dynamo? Den kannst du nur Licht leuchten, wenn du in Bewegung bist. Also ist der Schönes Mensch Beispiel, ein lebendes Dynamo. Ja. Und wenn du gehst und keiner kann 50 Meter, 100 Meter, 500 Meter kann jeder gehen. Mhm. Und jeden Tag die Motivation haben und dann trink genügend Wasser natürlich. Dann mach dir auch noch sowas rein wie Säfte, wie Vitamin C mit Sonnenenergie, D3K2. Hol dir deine Mineralien und vor allem habe dein Ziel. Ja. Der Ziel muss sein, 2000 Meter besteigen oder zur Tante Maria 5 Kilometer weitergehen oder zum Volksfest. Irgendwo, jeder braucht ein Ziel. Der den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger. Schön gesagt. Und da sind halt manche in diesem Burnout und müde und kaputt. Das ist alles zu akzeptieren. Aber wenn ich mich hoch motiviert bin, nichts hält's. Nichts hält. Ja. Man kann den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Und wenn eine Taube nach Süden fliegen will, sie wird fliegen, du durchbrichst alles. Und diese Wunderheilungen kommen auch aus dem Kopf. Aber du brauchst ein Ziel und du brauchst Bewegung und du brauchst vor allem Strom, Elektronen. Ja. Die findest du in der Ernährung, die findest in der Bewegung. Hau den Müll raus. Ja. Hau deine Freunde raus, die sogenannten, die dich belasten, die dich abladen. Die Energieräuber, die Energiefresser. Und dann geht's. Also, sorry, jetzt war. Genau, aber das sind ganz schöne, viele schöne Schlussworte. Raus damit, raus. Und dann kannst du es messen. Genau. Es zeigt sich auch im Körper, Kristallen. Und jeder hat seinen eigenen Kristall. Genau. Machen wir auch noch. Genau. So. Schön. Wieder die Sendezeit ein bisschen überzogen, aber ist so reichhaltig und toll. Vielen Dank.
noch ganz kurz, wo können die Leute Informationen bekommen? Also bei mrwater.oi. Genau. Meistens ja. Wissen schon, aber trotzdem. Ja, bei uns nachschauen. Und genau. Es geht ja jetzt weit übers Wasser hinaus, aber Der Wasser ist der Treibstoff, der Motor des Lebens. Ja. Und wenn du keinen Sprit hast, Dann hast du ein Problem. Gut gesagt. Ganz herzlichen Dank, lieber Erich. Gerne. War wieder sehr, sehr reichhaltig. Gerne. Ganz toll. Und wir haben ja vielleicht nochmals eine Sendung. Schauen wir. Ja, genau. Richtig. Vielen Dank. Wenn ich wiederkommen darf, gerne. Ja. Und da bereite ich noch mehr Bilder vor. Toll. Ja. Das machen wir. Toll. Liebes Publikum, auch Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. So viele tolle Inputs. Ich glaube, auch Sie konnten da was für sich rausnehmen. Hoffentlich auf ein anderes Mal. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.